So, meine Lieben, wir sind wieder mal am Grundbuchamt und ja, wir haben hier wirklich Frauen aus aller Welt hier, aus Ukraine, Russland und Türkei, also die schönsten der Welt. Und so, und schmeckt der Tee? Lecker. Lecker. Nur gut. Ja, und heute wird es hoffentlich klappen. Manchmal gibt es Fehler im System. Deswegen mussten wir heute wiederkommen. Und wir hatten ein Problem. Die Behörde hatte den Namen vom Käufer falsch geschrieben im System. Und im System war der Name falsch. Und das darf natürlich nicht sein. Und wisst ihr, was dann war? Die mussten die ganze Liste, weil überall steht ja der Name drin, ja, mussten sie korrigieren. Und deswegen haben sie es auf heute verschoben, weil die das an dem Tag nie geschafft hätten. Das sind ja, ich dachte, es wäre nur ein Passport. Ja, und das mussten sie ja korrigieren überall. Und das steht ja überall drauf, das ist das Problem. Ich würde sagen, ich meine, wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Hannelora anstatt Hannes, anstatt Hans, dann fehlt bei mir ein Name. Diese Übertragungsfehler sind hier, muss ich jetzt leider so sagen, passieren, ne? Passieren, ja. Ja. Uns ist passiert, als wir vor 14 Tagen unser Auto verkaufen wollten. Wir haben ja unsere Fahrzeugpapiere, da stehen wir beide mit Namen dran. Korrekt. Wir haben unsere Kamets, da stehen wir beide mit, jeder hat sein Kamet mit dem richtigen, korrekten Namen. Und jawohl, das genau. Der Name anders, einer von uns, unser beiden Namen. Das ist war echt doof gewesen. Ihr habt ja 3 Tage gebraucht, ne? Weil normalerweise dauert es eine Stunde. Ja, wirklich, normalerweise dauert es eine Stunde. Ihr habt da Pech gehabt. Wie kann das sein, dass der Name, einer bei unserem Namen im System ist, die in den die Fahrzeugpapiere und das Internet wird auf dem System gespeist. Da kann doch in dem System der Name werden. Genau. Aber es war doch bei unserer Ummeldung von Ober nach, war genau der gleiche Fehler. Also wir haben ja jetzt haben so umgemeldet. Aber euer Name ist doch eigentlich einfach. Sie hat das eigentlich, ein Problem. Ne? Ja. Dirk ist ein Problem. Wir wissen aber nicht, welche. Meine 3 Vornamen ist auch ein Problem. Boah. Der Name meiner Mutter, entweder Hannelora, haben wir das natürlich auch angerufen. Oder noch mit allen Enden geschrieben. Weil sein Vater ist nicht Nanz, ist ein Ronz. So kann ich ohne Ende erzählen. Mein Gott. Ja, ja. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, in den 4 Jahren, wo ich das jetzt mache, dass ein Tag verschoben wurde, hatte ich zum Glück nur 2 Mal bis jetzt. 2 Mal. Einmal bei euch und einmal bei einem anderen Herrn. Da war der Notar schuld. Da hat er ein Notarproblem. Und dann mit der Vollmacht. Also ich muss dir mal sagen, wenn wir Station Blut hatten, dann hatten wir eine 8- bis 10-stellige Nummer, natürlich mit Namen des Patienten. Die mussten wir vergleichen und dann hatten wir einen Test, da mussten wir noch das Blut von dem Empfänger aus der Konserve rausnehmen, nochmal gucken und nochmal überprüfen. So, wenn dem eine Zahl hat nicht gestimmt, dann wäre zur Katastrophe gekommen. Also ich musste 2-mal insgesamt von 8 bis 10 und dann vorher noch ein Buchstabe. Shit. Und das hat immer gestimmt. Aha. Also ich weiß schon, dann überprüft man das Augenprinzip. Aber genau. Ihr habt ja selber den einen Fehler gefunden, wo das Finanzamt gemacht hatte. Ne? Und ich habe ja auch alles kontrolliert und überprüft. Aber ihr wisst ja, der Fehler war ja von denen. Ne? Haben die ja gesagt. Ne? Also ihr konntet nichts dafür. Egal, was soll's. Jetzt können wir wieder einen Tee zusammen trinken. Ne? Ist auch schön. Ja, soweit heute müsste es dann endgültig klappen. Genau, das wäre ein Problem gewesen. Stimmt. Und ihr habt ja alles, du ja auch, alles, was benötigt wurde, haben wir abgegeben. Also von unserer Seite war alles okay. Naja, manchmal kommt es
vor, Leute. Und, aber wichtig ist, man darf sich nie zu sehr reinstressen. Bringt nichts, stimmt's? Dafür ist es einfach das Wetter so schön. Ja, und am Wochenende gehe ich vielleicht auch ins Wasser. Schauen wir mal, ne? Wenn es nicht so kalt ist. Ne? Oh, die letzten Tage war es sehr kalt nachts, stimmt's? Leute, ich sag's euch, war sehr kalt. Einmal waren es 30 Grad. Was? Ja, ja, ja. Nachts war richtig kalt, ne? Obwohl wir Mai haben. Wo wohnt ihr denn? In den Bergen? Ey Leute, ich sag's immer, ab Mitte Mai geht's erst los mit dem Sommer. Vorher nicht. Das sage ich schon seit Jahren in meinen Videos. Stimmt? Wir waren mal abends im Auto und dann geht's 13 Grad. Ja, ja, ja. So, also wir machen mal unser Grundbuch weiter. Wünschen euch viel Spaß und heute habe ich noch eins, spät nachmittags und hoffentlich klappt es da sofort. Und manchmal ist halt der Haken drin, aber wichtig ist, nicht stressen, nicht aufregen, das wird schon. Also liebe Grüße, tschüssi.